jetzt dein nächster Act direkt auf dein Fernseher, Tablet, Smartphone. Dispatcher. Heart Dance Lovers, we are ready for the next stage. Dispatcher. You should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return. Until the time after Oblivion opened. Our hero, claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes. With a voice melding power of the ancient. But there is one they fear. He is Headhunters Dragonborn. Sind wir wieder. Activated, nächster Try. Dispatcher. A Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Let the way of the voice be your guide. The path of wisdom will be clear to you. And the way of the voice was born. So, ich möchte nur noch mal kurz anmerken, nicht wundern, weil die guten Herren und Herrinnen vor uns dieses wunderschöne Dispatcher-Shirt anhaben. Wir haben das auch an, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das Problem ist, unsere Internetlösung beinhaltet sehr offene Fenster und es ist dunkel und es ist kalt. Ne? Guckt raus, ist böse. Deswegen nicht erschrecken, wir müssen uns ein bisschen schützen, aber das kriegt man hin, oder? Und laber mich nicht. Ich laber nie die Woche, ist ein lecker Ort. Breath,
and focus. Dragonborn, your future lies before you. The goddess Kinneret granted us the ability to speak as dragons do, and the way of the voice was born. Give them a show. We memorize every move. They combine us, but we'll know where to go. The dance is ours. Won't let them steal our line again. The dance is ours. Won't let them steal our line again. Wie ich finde, einer meiner Tracks dieses Jahres. J. Reeve, The Dance is Ours. Diese Melodie, die ist doch einfach nur geil, oder? Love it. Base, sex, drugs, alcohol.
rave, heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol, rave, heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol, rave, heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol, rave, heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol. Leute, ich weiß, ihr habt Bock auf härter. So, ich würde mal sagen, das machen wir mal. Heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol, rave, 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 heart attack, no bass, sex, drugs, alcohol. So anyway, I'm walking to the club, and as I approach, there's a massive line out the front. I walk up to this big fat guy at the door and I introduce myself. He was like, look, stop wasting my time and line up just like everybody else. I was like, what? I'm wasting your time? Motherfucker. Agency and they asked me to play this club. You are never gonna believe the shit that I had to go through. Oh my god. When it drops, it's ecstasy. Follow the voices in your head and the beat will guide. Feel the power of the melody deep inside. Yeah.
walked into the door. I turned around when I heard sound of footsteps on the floor. Loud, just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. Can't stop now, don't you know? I ain't never gonna let you go. Don't go! Can't stop now, don't you know? I ain't never gonna let you go. Don't go! Can't stop now, don't you know? I ain't never gonna let you go. Don't go! Fix me with your loving, shut the door and turn the lock. Hey, go get the doctor, doctor came too late. Another night, I feel all right, my love, boy, you can't wait. Can't stop now, don't you know, I never gonna let you go, don't go. Can't stop now, don't you know, I never gonna let you go, don't go. Stop now, don't you know, I never gonna let you go, don't go! Switch. So, Leute. Der Track trägt einen ähnlichen Namen wie unsere Internetverbindung hier. Zumindest hat es auch mit Trash zu tun. Nichtsdestotrotz, wir machen das Beste draus. Hier Activated Livestream. Wir haben jetzt hier gerade kein Müll zur Hand oder würden sonst nur einfach alles kaputt machen. Aber imaginär schmeißen wir was. Ja gut, okay, das kannst du schmeißen. Ladies and gentlemen, trash the party! Leute, wenn ihr das gerade verpasst habt, ihr könnt immer noch nach Müll sammeln. Wenn nicht, nehmt eure Freundin, die gerade neben euch sitzt, macht auch keinen Unterschied. Die Internetleitung können wir ja auch noch anbieten, also Abnehmer gesucht. Yeah.
Wir haben nochmal ein Spendenziel zu erfüllen. Heutige Spenden gehen an das Kinderhospiz in Wolfsburg. Also helft uns gerne dabei. Und für einen guten Zweck. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Slave to the rain. Haben wir dann eigentlich schon erklärt, was passiert, wenn wir das Spendenziel erreichen? Ja, singst du halt, ne? Und wenn wir das verlieren sollten, dann, ja, das werdet ihr sehen, wenn wir es verlieren. Ich hoffe es mal nicht, weil das wird sonst echt nahe stehen. Ja, ich habe schon Angst vor meinem Magen. Feels alone.
glance and evening faces, feels of love and joy and bad behavior. On and on, I'm counting down the days. I'm a slave to the rain. Weekends, DJs, lights and evening faces, feels of love and joy and bad behavior. Oh my God, I don't want to be saved. I'm a slave to the rain.
Goodbye, my friend. This is the end. The absolute end, my friend. This is the end. I put it all on the line. One more time, wanna lose my mind. Can nobody hold me back? All I need is one more try. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, ab jetzt wird es ein bisschen härter. One more track. Aber hier kommt noch mehr seiner. Alle da draußen an den Fernsehgeräten, an den Tablets, an den Handys. Wir möchten euch jetzt so stark raven sehen, bis ihr in den Weltall startet. We rave into space. Yes! Tonight we're celebrating.
into space. Das ist, bei dem ich auf jeden Fall immer Gänsehaut bekomme. Miss Lace. So Leute, brandneue Musik hier von unserem guten Freund Villagers. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Noch nirgendwo veröffentlicht, brandneu, brandaktuell und nur hier. Activated. Genießt dieses Meisterwerk. Sagen, Tim hat da auf jeden Fall was richtig Leckeres geschraubt. Schöne Grüße auch von mir. Those days,
Ich hoffe, ihr habt eure Subwoofer ein klein wenig aufgedreht. Weil jetzt werden die einfach mal sauber gemacht und ihr kriegt eine kleine Gratis-Massage. Straight in your face. Bringing me down.
Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We bite, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, no, you, but you don't really wanna go. You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're hot, cold, hot, cold, hot, cold, hot, cold, hot, 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 hot. I like the way you're moving, moving. I like the way you're moving, moving. I like the way you're moving, moving. Move it, bitch. Verkehrserziehung in der Regie. Grün, gelb, rot. Es ist wunderschön, wirklich. Und es geht um unsere Internetverbindung, die Anzeige. I like the way you're moving, moving. I like the way you're moving, moving. I like the way you're moving, moving. Move it, bitch. Bitch. Ja, die Jungs haben soeben einen roten Punkt verdient. Du kriegst einen und du kriegst einen. Ihr habt hier gerade 25 Euro vom René. Spielvogel erhalten. René Spielvogel, vielen Dank. Roter Punkt geht an euch. Und ja, Vollgas, gibt weiter Gas. Macht weiter so. Here we go! Feel it in our veins, covered in darkness. Von uns, René, vielen Dank. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ist natürlich alles für einen guten Zweck hier. Genau, Sweets in Wolfsburg. Lieber Fantastic, was können wir denn dafür, wenn du in Erdkundeunterricht leider nicht anwesend warst? I'm sorry.
Schnell kann es gehen und schon haben sie den zweiten roten Punkt. Nochmal 15 Euro von der Sophie. Jawoll. Yeah.
Freunde der Sonne, Activated Livestream. Man sei ja bekannt, ich hoffe, wenn es am schönsten ist. Das ist unser letzter Track für heute. Danach geht's für uns direkt weiter auf die Casting-Couch. Aber jetzt wird Nerd nochmal so richtig schön abgegangen, Leute. Ja, vielen Dank fürs mit dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, unser Set hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich denke mal, du auch, oder? Ich bin verschwitzt, also das ist ein gutes Zeichen. Ja, definitiv kann ich so unterschreiben. War weniger geil. Vielen Dank an Kev. Vielen Dank an Nils für das Möglichmachen hier. Natürlich auch vielen Dank an euch für die ganzen Donations. Und wir wünschen euch natürlich dann noch ganz viel Spaß mit den ganzen DJs, die noch folgen. Leute, das wird noch richtig geil heute. Das Internet funktioniert mehr oder minder und das reicht uns. Spielt Ampel mit uns. Liebe Leute, das war's von uns. Dankeschön. Ciao. Und jetzt live aus unserem Studio die Talking Session.
mit Kev und Friends. Hoi, hoi, hoi. Hoffen wir mal, dass sie jetzt auch gleich ihren Weg hierher finden. Macht's euch bequem, meine lieben Jungs. Ah, da kommen sie ja schon. Okay, wer? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Einen Moment. Sind wir kurz lustig? Sind wir kurz lustig? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und du bist weg. Scheiße. Du durftest vorhin den Knochen halten, jetzt bin ich mal dran. So, sind wir mal alle kurz leise im Studio, sonst haben wir ewig viele Hintergrundgeräusche hier, weil es ist schon... Schnauze! Es ist schon eine geile Stimmung schon wieder da, das gefällt mir, das ist sehr gut. Wir haben 9:30, das ist noch besser. Vorneweg, ich habe meine Wette gegen euch so gesehen verloren. Ihr dürft jetzt das Lied aussuchen, das gegen mich gespielt wird. Was haben wir denn so zur Auswahl? Ich habe hier gesehen, hier sind eine Menge CDs, die wir irgendwie haben. Müssen wir uns doch mal ein bisschen was Schönes auswählen. Jetzt sind wir mal gespannt. Oh, Singstar Rocks, das ist doch eigentlich viel zu hoch für die Würde. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich irgendwas draus werden. Ich muss gleich mal gucken. 80s, na klasse. Ich gucke hier noch Thunderdome. Das wird ja wieder spannend. Ja. Deutsch, Rock, Pop, was haben wir da noch liegen? Ja, nicht. Hm. Deutsch, ja, wird ein bisschen zu schwer für ihn. Deutsch, Rock, Pop, das wäre mein Untergang. Ich lese hier gerade Robbie Williams. Nein, nein, einfach nein. Okay. Ich höre hier gerade geile Zeit im Hintergrund flüstern. Ja, das ist eine Idee. Wenn du den findest, dann könnte man sich über den sogar unterhalten. Naja, naja. Wir müssen ihn nur noch finden, so. Ja, das ist das Problem. Ich meine, wir sind eigentlich mittlerweile moderne DJs. Gut, bei bevor Deutschrock, wir uns lange aufhalten. Da ist er. Wählt einen Track aus und let's go. Ja, warte. Zu fix noch eins. Hier was finden. Ah, hier, ich hab'n. Juli, geile Zeit, der wird's. Gut, dann drücken wir den blauen Knopf da vorne. Oder Moment. Joppa. Jetzt komm raus. So, her mit der CD. Jawohl. Ist man gar nicht mehr gewohnt. So, dann müssen wir das Ding kurz neu starten. Währenddessen das Ganze neu startet, dürft ihr beiden Schatzis euch hier verewigen. Einmal, ja, das machen wir doch immer wieder gerne. Ja, gell? Ist ja richtig toll. Ihr wow, das, richtig ist das, erste Mal, das ist das erste Mal, dass ich mich jetzt in der Kamera sehe. Sonst liegt immer der Chat drüber. Hi, ah, Chat. Ja, ja. So, bevor wir natürlich ans Singen gehen, das lädt ja sowieso noch ewig, glaube ich. Erzählt mal kurz, wer ihr seid, dem lieben Chatroom. Reef TV, Michaela und oh, wer auch immer noch jetzt dabei ist. Ich kann es jetzt nicht genau lesen. Aber ja, wer seid ihr? Ja, wir sind ein DJ-Duo, der Vertreter Felix hier und meine Wenigkeit aus gar nicht mal dem so weit entfernten Helmstedt hier. Also so roundabout eine halbe Stunde. Und uns gibt es seit 2018 und wir machen gemeinsam unter dem Pseudonym Musik. Also damals eigentlich irgendwie durch einen Contest entstanden. Kontakt war schon vor einiger Zeit. Wir hatten ja auch ein eigenes Podcast-Projekt mal gehabt. Ah. Das Frequencies of Acuma, was ja momentan ja als Radioshow zu hören ist, auf einem bekannten Radiosender. Und dann hat sich das so mit dem Duo hier langsam mal entwickelt. Ja, ganz genau. Und ja, jetzt sitzen wir hier, machen für euch Musik. Genau. Hallo. Ja, jetzt machen sie hier Musik. Und unter anderem Hardbass und so, ne? Ganz genau. Und unter anderem wird jetzt gesungen. Lieber Kerl, freust du dich auf deinen Untergang? Ja, ja, ja. Wisst ihr, Leute, das Problem ist, dass der Typ hier neben mir verdammt gut singen kann. Ja, ich gebe mir mal Mühe. Also alle Angaben ohne Gewähr, wenn ich jetzt hier gnadenlos... Ah, da war's. Eins zurück. Ah. Gut. Wie machen wir es mit dem Singen?
Ja, ja, wer von euch beiden singt? Natürlich du dann, oder was? Ja, ja, das ist schon klar. Man will dich auch mal leiden sehen hier. Naja, man will mich mal leiden sehen. Naja, gut. Wir wollen es doch nicht allzu einfach. Ja, eigentlich solltet ihr irgendwie auch zusammen singen, damit es eine kleine Fairness hat, ne? Ja, das ist die Frage, wie? Da unten ist ein Zeitbalken, wie lang das Lied geht. Die erste Hälfte der eine, die andere Hälfte der andere. Das wird doch Käse. Ihr seid ein Duo. Schön zu meinem Vorteil ausnutzen. Nein, okay. Wir machen es so, wie ihr es sagt, weil ihr habt ja, ja, das Vorrecht. Okay. Lieber Felix, ich überlasse es dir. Meine Stimme hat leider die Woche ein bisschen gelitten. Ist immer noch ein bisschen gekränkelt. Naja, die muss noch geölt werden, gell? Die muss noch ein bisschen geölt werden und deine... Bring ihm mal jemand Schmieröl für die Stimme, ja? Nein, okay. Also, leg mal los. Jo.
Ich sag dazu nichts. Außer ich gestehe mein... Ich wollte gerade sagen, möchtest du dich jetzt eigentlich zu der Thematik äußern, mein lieber Kev? Oder möchtest du lieber einfach... Es gibt ja noch tatsächlich Leute, die mich besiegen können im Singen. Ah, so ein aber Dreck, ich hab's aber vorher auch angeteasert, dass du verdammt gut singst. Also darf ich mich nicht schämen. Nein. Das nächste Mal, mein Freund, spielen wir Mario Kart. Dann zieh ich dich nochmal ab, das verspreche ich dir. Es gab bisher wirklich noch keinen, der das geschafft hat. Dann wird's Zeit, ich habe den Käse studiert. Oh Gott, Mann, ein Wort. Der hat wirklich ein ganzes Lebensenergieaufwand-Gedöns in Mario Kart investiert. Ja, das habe ich auch, eine ganze Weile. Aber ich habe da mal einen Vorschlag. Wir hatten ja vorhin einen schönen Einkauf gemacht und damit wir den zwecks Lebensmittelverschwendung nicht ganz umsonst haben, wäre mein Vorschlag, dass die Sophie für uns drei den Drink dann fertig macht. Ich sag's mal so, ich bin auf jeden Fall für, aber ich würde sagen, dass wir erstmal auf Zeitgründen ein bisschen weiter Musik machen und uns das noch ein bisschen aufheben. Der Abend ist noch jung. Ja, dann wird meine Strafe... Gut, vergesst, was ich gesagt habe. Sie hat den Scheiß echt schon angemischt. Wie jetzt? Und den müssen wir durch drei teilen? Den müssen wir durch drei teilen. Was ist denn da drin? Ich sag's mal so, bitte riech dran. Nein. Bitte, bitte, bitte. Alter, ich kotze. Leute, ich Alter, also nur so für alle, da ist, also die zwei durften sich was Gutes aussuchen, Kevin hat sich Fanta ausgesucht, Felix hat sich, oh Gott, Felix hat sich Limettensaft ausgesucht und ich habe mir Mountain Dew, also die deutsche Version, die nur nach Spülmittel geschmeckt, habe ich mir ausgesucht und Sauerkrautsaft und... Tomatensaft. Ja, viel Spaß, Leute. Also, ich möchte bitte eure Live-Review. Felix, bitteschön. Gut, okay, pass Obacht. Ich würde sagen, jeder von uns dreien, weil wir einfach aus purer Ehre bestehen, jeder von uns dreien nimmt einen Schluck. Weil ich habe dran gerochen und Leute, ich lüge euch nicht an. Mehr als einen Schluck überlebt man nicht. Aber, liebe Sophie, ich habe für dich noch eine Aufgabe, damit wir nicht als Fluten holen, unbedingt wirklich jetzt mal einen Eimer. Wir brauchen ja einen Übelkübel, sonst haben wir echt ein Problem. Ja, also bitte. Weil das Zeug riecht nur echt hart nach... Irgendwie, irgendein Eimerchen. Ist nicht werbefreundlich. Irgendein Eimer, irgendwas, Eimerchen oder so. Tütechen. Ja, Tüte ist schon scheiße, muss eigentlich ein Eimer sein. Scheiße. Das ist ja richtig... Na, nee, das ist... Nee, um Gottes Willen. Okay. Wir haben keinen Eimer, Leute. Wir haben echt keinen Eimer. Ja? Ja. Du aber ich sag's gerne, gleich, ich kann nicht versprechen, dass ich die Scheiße schlucke. Ja, ich weiß es, ich hab's mit eingekauft, was ein schlimmer Fehler war im Nachhinein. Leute, ich weiß nicht, was ich mir hier antue, ich werde mich davon niemals erholen. Okay, stopp, darf ich den ersten Schluck nehmen? Ja, darfst du. Immerhin Dankeschön. Hast du ja verloren. Und los. Oh, wie ein wahrer Gott. Was denn zum Nachspülen? Baby, bist du lieb und gibst uns irgendwas, was nach irgendwas schmeckt, was nicht das ist? Okay, ich hab's getan, Leute. Ja, gib uns Fanta, genau, irgendwas, weil das ist echt hart. Kevin, möchtest du weitermachen? Also, von Mächten kann keine Rede sein. Der da heißt auch Kevin. Ach ja, stimmt, genau. Kevin und Kev machen wir es einfach so. Das ist, glaube ich, für alle einfacher. Hebt ihr die Nase dabei zu? Dieser Geruch ist schon Wahnsinn. Hebt ihr die Nase dabei zu? Ich kann sagen, warte mal, Kevin, ich halt das mal. Und, du hältst das da, du hältst die Tüte. Oh, shit. Ah, ja, hat's getan. Ay, wey. So, komm hier, nachspülen. So, okay. Weißt du, das Zeug sprudelt halt auch einfach. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Lass es sprudeln. So, Leute, ich leg kurz das Mic weg, weil Nase und so. Bis gleich. Ja. Uno, dos, tres. Schlückchen und Gönnung. Wenn du jetzt einen zweiten Schluck nimmst, schlage ich dich. Nein, Alter, tu's nicht. Boah, du bist ja so abartig. Also, boah, Leute, ich sag's mal so. Es schmeckt wirklich unironisch katastrophal. Aber wenn ich das mit dem Geruch vergleiche, dachte ich, mich trifft hier der Schlag. Fick dich, nein, ich brauch die Kacke nicht. Okay, ich hab mir Schlimmeres, okay, nee, der Nachgeschmack ist trotzdem, als hätte ich mich gerade übergeben. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, der Kev gibt jetzt mal sein Zepter ab, denn, jetzt bin ich mit meinem besten Bruderherz,
der bisher in der Regie saß, am Stissel. Ganz genau. Jetzt heißt es, it's time for Bass War and Chaos. Lieder, Mats ab, weiter geht's mit guter Musik hier, Activated. Livestream, let's go.